Und damit herzlich willkommen zurück zu The Novelist. Wir sind gerade zwischen zwei Entscheidungen und dieses Mal haben wir uns entschieden, ganz für Dan zu sein, nämlich da hinten. Da sehen wir so noch die Angeln in der Ecke. Und ja, wir finden so ein bisschen mehr über das Haus raus. Beziehungsweise nicht wirklich über das Haus, das kennen wir ja, sondern über uns. Und was... und was wir sind. Weil das finde ich persönlich doch recht interessant. Also wir sind irgendeine Entität, die hier rumfliegt. Naja, von dem Schreibtisch von Harold Baxter. 19. Januar 48. Schon ein bisschen her, ne? Ich habe vergessen, meine Aktivitäten gestern zu archivieren. Aber es ist halt wirklich nichts passiert. Es waren keine Lichttricks für die letzten zwei Tage und ich bin mir langsam sicher, dass die ich gesehen habe, nichts anderes als Reflexionen vom Ozean waren, die unglücklicherweise das Haus erreicht haben. Improbably. Ich bin able to focus on the task and handle. Ja, ich habe mich auf die Arbeit konzentriert und bin doch sehr zufrieden mit dem Zustand des Hauses. Ich habe außerdem eine Entscheidung getroffen, wie ich weitergehen werde. Die ist mir heute Morgen gekommen, als ich im Konservatorium stand und die Schönheit des Waldes gesehen habe, mir angeschaut habe. Ich habe meine Arbeit noch nicht angefangen und ich denke über nichts Besonderes nach. Ich hatte meine Arbeit noch nicht begonnen und ich habe über nichts Besonderes nachgedacht, weil eine Idee mir plötzlich in den Kopf kam. Ich war überrascht, dass es so erschienen ist mit solch einer Klarheit. Aber es ist nichts Unübliches, dass das Gedächtnis im Unterbewusstsein weiterarbeitet. Und für die Idee ist es einfach, ich kaufe das Haus selber. Okay. Also, die Bäume finde ich ein bisschen komisch. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht hier um das Haus. Okay. Ja, ich habe letzte Folge so ein bisschen drüber nachgedacht, dass... hier ist der Sweater. Ob wir jetzt die Bösen sind oder nicht. Und ich weiß nicht, ob das ein Spiel ist, wo man über Böse und Gut nachdenken muss. Aber wenn... weiß ich nicht. Also wenn, denke ich mal, dass wir doch die Guten sind. Oder doch die Bösen. Ich habe den Faden total verloren. Hier. Wir sorgen für... Show him my rocket. Oh Gott. Das Internet hat mich vernichtet. Ja, er darf jetzt eine Bettenburg bauen. Und das sagen wir jetzt unserem Dan. What you should do. Dan was too excited about getting Tynan's back. Feedback to cancel the visit. He found that the fishing poles were in great shape, and he and his friend hid off like that. They'd seen rather. Linda told him they could find a small pond in the woods, and their trip paid off not only in fresh fish for dinner, but for new ideas of this book as well. Gut. Gute Sache. Dan knew how important it was for Tommy to play with friends his age, so he grabbed the sheets and gave Tommy a few tips on the finer points of structural engineering and sofa for construction. The extra house guests meant the boys had to keep the noise down and play quietly, and the rest of the sentence was lost. Linda never thought she'd be upset about not wearing the hideous sweater her parents had given her last Christmas, but she found herself eyeing it sadly. When her mother called and Linda had to break the news, she heard her hitch in her mother's voice that worried her. She tried to find out whether her parents are okay, but her mother made a comment about long distance and the cost. And cancelled the trip. Habe ich das richtig gesehen? The funeral. Oh nein. That night, Linda got a phone call.
Oh nein. Also ich muss ja gestehen, dass die diese Sache mit dem Pullover habe ich persönlich jetzt als wenigste wichtig eingeschätzt. Und so wie ich das jetzt gelesen habe, sind die Eltern nicht vorbeigekommen. Ich habe leider den letzten Satz nicht mehr aufgreifen können, aber ja, und jetzt kommt die Beerdigung und spät in der Nacht erreicht ein Anruf Linda. Ja, wir lassen uns überraschen. Markiert euch den 21. dieses Monats in euren Kalender. Für nur einen einzigen Tag können wir die weltberühmten Fighter Five sehen, während sie über den Himmel schreien. Sehen Sie Death Deafening Feasts of, mein Gott. Witness Death Deafening Feasts of Flying in a Display unlike anything you've ever seen. Guaranteed to blow you away. Don't miss it. Also eine Luftshow mit, ja, sehr guten Fliegerassen anscheinend. Ach, schau mal, da ist das Betten. Sehr cool. Hier, das wollte Sam, ich. I just got off the phone with Mom. She told me about Grandma Jo. I know we expected it sooner rather than later, but this is hitting me so much harder than when Granddad died last year. Do you remember going to Grandma Jo's house after school on Wednesdays and playing until Mom got off work? How Grandma Jo always had a surprise for us? Even if it was just cookies in the oven, she'd always time it so the whole house would smell like them when we got there. I hope the minister captures those little moments because they don't seem as little now. I wish the circumstances were different, but it will still be good to see you at the funeral. What am I saying? You probably won't even get this until after the funeral. I guess I just needed to write anyway. Love, Linda. Also es waren doch nicht die Eltern, sondern die Großeltern. Aber es ist egal, in welchem Alter so etwas trifft. Egal in welchem Alter. Ich denke, da kann man nie drauf vorbereitet sein. Hey, Tommy. Und ja, da können wir dann doch nichts für. Ich hatte gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass meine Entscheidung, sie in dieser Nacht einmal nicht zu bedanken, bedenken mit Geschenken, dass es das irgendwie auslöst, aber naja. Denn große Neuigkeiten. Ich wurde gerade von Bracken Books in Eugene zurückgerufen und die möchten, dass du dort eine Lesung machst. Maybe vielleicht noch mit, ja, Frage und Antwort, ein bisschen Bücher signieren, alles gute Zeug. Ich denke, das solltest du tun. Also, um ehrlich zu sein, wäre ich ziemlich angepisst, wenn du es nicht tust. Brackett ist ein großer Laden und wenn das, wenn das goes well, ja, wenn das gut laufen wird, dann wird dein nächstes Buch auf jeden Fall gut verkauft werden. Ich brauche dich nicht daran zu erinnern, wie lange es ist, her ist, seit Tremors Way rausgekommen ist. Wenn du, if you don't keep your name, wenn du deinen Namen nicht draußen hältst, dann wird niemand mehr Notiz nehmen, wenn du ein neues Buch rausbringst, wie auch immer es genannt wird. Hell, oh, Hölle, während wir darüber reden, warum willst du nicht ein bisschen was von dem Neuen vorlesen? Vielleicht das zweite Kapitel, das du mir letzten Monat geschickt hast. Das war verdammt gut. Bracken Books, Eugene, 21. Seh dich da, Paul. PS, du weißt, wie man langfristig denkt, ne? Wenn du das hier jetzt gut machst, kannst du beim nächsten Buch definitiv einen großen Schritt machen. My man. What's up? 21. Ne? Es wäre mehr Spaß gewesen, wenn wir nicht leise hätte sein müssen. Das war's one like. Okay. Der war doch nicht untreu, der Gute. Wenn er sagt, es war nur eine Nacht. Sowas passiert ständig. Ja, klar, der Sohn hat jetzt plötzlich auch. Er möchte unbedingt zu der Fliegershow. Ich sehe es schon kommen. Ja, sollen wir Paul am 1.
Also morgens erstmal anrufen. Any possible way to move it? Is this thing announced yet? Okay. Können wir das irgendwie verschieben? Gibt es da schon... Ist es schon, announced, also offiziell. Ich denke, das liegt mit der Zeitschrift da zusammen. Also das hängt damit zusammen, dass es verschieben will. Ich hoffe es zumindest. Das wäre sehr praktisch. Also zumindest positiv. So, Linda. Ja, ich mache das manchmal ein bisschen sehr, wie heißt es? Rapide, dass ich so in die Memories reinhüpfe, aber es geht ja nicht darum, wie ich dir hinkomme. I hate that they couldn't come, especially after they tried so hard to make time. Maybe if she'd called before they changed plans, it would have gone smoother. It's impossible not to think about the rough patches Mom and Dad hit without thinking about Dan and me. I should bring that up to him and see what he says. He's mentioned their history before. I'd love to hear his answer when I make the comparison. Can he talk his way out of that one? Ja, man kann natürlich immer irgendwie Beziehungen miteinander vergleichen und ich weiß nicht genau, ob man das sollte. Ich bin mir eigentlich beinahe ziemlich sicher, dass man das nicht sollte, weil jeder geht seinen eigenen Weg und man sollte nicht darüber nachdenken, wenn jetzt einer mal den Weg ein bisschen anders läuft, ob man seinen Weg deswegen jetzt verändern sollte. Vorsichtshalber nicht. Und besonders wenn es so ein Ding ist, es ist ja generationenübergreifend. Also, die Großeltern sind definitiv älter als die. Und von daher lohnt ein Vergleich da mal so überhaupt nicht. Aber ihr geht's anscheinend nicht allzu gut. Ja klar, da hat sie den Brief geschrieben, den wir da gelesen haben. Ist natürlich bitter, wenn eine geliebte Person versterben muss. Ups, du hast nichts gesehen. Soll ich Tommy ihn bringen, um den nächsten James Bond zu sehen? Ah gut, Tommy geht da. Miau. Miau. Das war lauter als erwartet. So, schauen wir uns mal an. Das Bild hat sich noch nicht verändert, außer die Hand, die bleibt da. Das könnte Tommys Hand sein, ne? Ist immer so ein bisschen schwierig zu hören, ob das jetzt oben oder unten ist. Weil die Wände, die Zwischendecken machen keine Blockade für den Sound. Ups. Das wollte ich nicht. Falschen Knopf. Tut mir leid. Ich habe mich selbst erschreckt. So. Is she in heaven? Ist sie jetzt im Himmel? I'm sure she is, honey. Okay. Das ist natürlich dann das Schwierigste. So, ich sag mal so, ab 15, 16, dann versteht man einigermaßen gut, was der Tod bedeutet. Davor weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass man das so dann gut nachvollziehen kann oder auch begreifen kann, was überhaupt passiert ist. Und er hat wieder dieses Bild. Falscher Knopf. Hey, so, schnell hier rein. Ja, the magazine says there are gonna be tons of planes. Klar. Hatte ich ja schon gesagt, dass, das höchstwahrscheinlich sein Wunsch sein wird. Aber das ist ja auch nur allzu logisch, ne? Es ist ja ein kleiner Junge und er möchte natürlich Flugzeuge sehen. Ah. Mein Gott, wir üben das nochmal mit der Steuerung. Warum verhacke ich die jetzt gerade so? Tynan und Kelly left this morning. I wish they could have stayed a little longer, but it was great having them. It felt just like college again. Fishing, having a few beers, talking about how we're going to conquer the world. Working through some issues on his book even gave me an idea for how to fix the logjam in Act 2. Funny how creativity works sometimes. I've got to remember to put him in the acknowledgements. Hm. Ja, wunderbar. Siehst du, wir haben... Also erstmal sagt er, es war wie im College, wie damals. Und war schön, dass er da ist.
Und er hat das Problem mit seiner Story, die er im ersten, im zweiten Akt hatte und die wir ja mit verschuldet haben, sag ich mal. Ja, das hat er lösen können. Aber ist gar nicht so schlecht. Haben wir zumindest das Problem so ein bisschen aufgebügelt. Was noch dazu kommt, dass ich so ein bisschen dachte, oh Gott, was haben wir nur getan? Weil den Tod der Frau oder der Eltern hätten wir jetzt nicht wieder gerade bügeln können. I'm so sorry. Tell me what I can do. Just be here for me. Also Sachen. Schatz, es tut mir so leid, was soll ich tun? Sag mir, was ich tun soll. Und sie, ja, sei einfach nur für mich da. Can't believe it. Okay, er möchte endlich mit seinem Buch weiterkommen. Und wir möchten jetzt herausfinden, was denn die Mutter so will, wenn wir sie nicht erschrecken. I walked out to the bluff to remember Grandma Joe and say goodbye. And on the way back, I started thinking about what it really means to have a family, to make that your focus. She seemed to take such joy in being surrounded by her family, providing for them, taking care of them. I hope I never took that for granted. When I got back to the house, a question hit me that I can't get out of my head. What will Tommy think about Dan and me when he gets older? And what if Tommy has kids of his own? I can't even begin to think of myself as a grandmother. I haven't even been a mother for that long, and I'm still feeling my way through what it means to be a good one. At least I'll always have an example. I miss you, Grandma Joe, and I'll never forget you. I promise. Ja, sie war anscheinend auf der Beerdigung und wollte dann nochmal zurück, um sich zu erinnern, wie Grandma Joe war. Und ja, hat dann zum ersten Mal darüber nachgedacht, was es heißt, dass die Familie immer im Fokus ist. Hey Daddy! Und dass gerade Grandma Joe das immer gemacht hat, immer die Familie in den Fokus und immer dafür sorgen, dass... dass die Familie halt weiterkommt. Und dann kommen halt die Zweifel, wenn du so eine gute Oma hattest, ob man selber eine Oma sein kann. Und sie sagte ja, Hauptsache, ich habe ein gutes Beispiel, wie man gut sein kann. Okay, he needs to call and buy a ticket if he's coming to the funeral. Oh, okay, das mache ich auf jeden Fall. Das ist dann natürlich jetzt wunderschön symmetrisch, dass wir erst den Jungen, dann den Vater, dann die Mutter als Hauptlösung und dann ja den Kompromiss sage ich, dass er dann arbeiten soll. Aber wir sagen als erstes, er muss auf jeden Fall anrufen und mitfahren. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja. Und wir können wieder ein bisschen mehr über das Haus erfahren. Nebenbei, fällt mir gerade so ein, ich weiß überhaupt nicht, wie lange das Spiel geht. Also, ich bin immer noch in derselben Aufnahmesession wie am Anfang. Also, ich habe mich tatsächlich auch noch nicht großartig bewegt, außer kurz in den Pausen. Aber... ich bin mal gespannt, wie lange uns dieses Spiel erhalten bleibt. Ich denke nicht allzu lange. Es ist halt ein relativ kleines Spiel. Und ich denke, am Ende werde ich noch ein bisschen was dazu sagen. Aber in der Videobeschreibung lest ihr es definitiv schon. Es ist von Itch, beziehungsweise auf Itch habe ich das gefunden. Von wem könnt ihr da nachlesen? Weiß ich gerade nicht ganz genau. Aber naja, genug gelabert. Ich sage einfach mal soweit danke fürs Zusehen. Und man sieht sich in der nächsten Folge. Tschüss.